Schon von der Straße her zog ein großer Modellhubschrauber die Blicke auf sich. Und auf der Wiese konnte man dann schließlich auch den richtigen Christopher-Hubschrauber bestaunen. Pilot und Sanitäter beantworteten geduldig die vielen Fragen. Alles sehr eng. Auch ob die Patienten im engen Transportraum denn keinen Platzangst bekämen. Einfach aus dem Grund, entweder sind die halt ja richtig krank und liegen in Narkose oder sie kriegen halt ein Medikament, dass sie das gar nicht so richtig mitbekommen. Dank des schönen Wetters konnte sowohl das Malen als auch die vertrauensschaffenden Vorführungen, zum Beispiel zum Eingipsen, im Freien stattfinden. Gibt es da auch Wunschfarben? Ja, nicht mehr so viele. Wir haben die ganzen Farben schon verarbeitet heute. Es gibt nur noch dieses Lila. In welchen Fällen werden diese Verbände denn dann tatsächlich angelegt? In welchen Bei Fällen? Allen Arten von Brüchen und ja, überall da, wo man ruhigstellen muss. Ja, also alles. Nur zum Ruhigstellen, es ist kein Gipsen. Doch. Das ist schon ist das alte Gipsen, das man früher auch mit Verkunft, ist genau das gleiche. Und das hat denselben Effekt, das hält genauso den. Es ist sogar stabiler, weil Gips löst sich ja auf bei verbindender Feuchtigkeit, ja. Wird brüchig und hier die Kunststoffe haben eben den Vorteil, dass sie auch damit ins Wasser können. Aha. Wir können bei bestimmten Indikationen können die Patienten sogar damit schwimmen gehen. Und dieses Schwitzen ist dann dahinter auch wahrscheinlich nicht mehr so? Nein, weil das Material luftdurchlässig ist. Aha, ist danke sehr. Früher beim Weißgips muss man ja richtig dicke Watte dazwischen drehen, damit man keine Druckstellen hat. Und das ist hier bei diesen Produkten nicht mehr. Das bleibt weich. Man kann es da verstärken, wo es erforderlich ist, mit anderen Materialien. Mhm. Und Sie machen das jetzt heute, um so die Kindern mal zu zeigen? Heute ist das einfach ein Gag. Wunderbar. Und mit den Kindern mal sehen, wie sie den Gips an sich anfühlt und dass es überhaupt nicht tragisch ist, wenn man mal einen Gips haben muss. Denn hier fällt auch diese grobe Gipssäge. Mhm. Man kann alles mit einer Schere bewerkstelligen. Und wichtig sind die Ohren. Aha. Wo kannst du für Ohren? Ja, der hat gelbe Ohren mit einem schwarzen Ohren. Rand. Das ist für Kinder ja günstig, da sieht man die schwarzen Ohren nicht so. Nö. Ja, jetzt wirst du erstmal so blass, dass sie dich gleich hier behalten. Nee, wir waren dann hier, wollen wir nicht. Nee? Ich habe vorhin gehört, das Essen wäre hier so gut. Während die Kleinen noch gelangweilt gähnen, nutzen die Größeren eifrig das Angebot an den Maltischen. Hier traf ich auch Frau Lobert. Sie machte mich mit Herrn Dr. Illich bekannt. Gern nahm ich sein Angebot an, mich durch das Haus führen zu lassen und bei einer ganz speziellen Operation zuschauen zu dürfen. Ja, ich darf Sie jetzt zu unserer Traumsandmaschine hier führen. Und da machen unsere Kinderanästhesisten bei den Teddybären, bei typischen Teddybärerkrankungen, die Narkose hier. Ja. Das sehen Sie jetzt hier. Hier ist der Dr. Knüttel. Nur ein Leuchtefinger. Guck mal. Das schnappt doch nicht zu wie so ein Krokodil oder so. So, jetzt muss man kurz ruhig halten. Achtung. Mal gucken, ob der Arme fällt. Es geht im Krankenhaus ein bisschen schneller, ist nur weil wir das jetzt mal zeigen wollen, ne? Jetzt bei ihm. So ist es, pass auf.
Sowas macht man auch beim Teddy. Halt den Fall noch fest, Olli. Jetzt können wir deine EKG wieder abmachen. Dann ist es so, wenn man operiert wird, kriegt man eine Narkose. Eine Narkose ist, die Kinder müssen sich einen Traum überlegen. Wir haben verschiedene Träume im Angebot. Playmobil-Träume, Ritterträume, Rennwagenwürme 1, Duplo-Träume für die Kleinen. Pokémon-Träume gehen am besten weg momentan. Und Barbie-Träume, die ich nicht so gut kann. Ja, okay. Hat sich natürlich ein Bärentraum ausgesucht, das ist ja klar. Machen Sie es. So eine Medizin, manchmal als weiße Medizin, aber auch orange, grün, blau, gelb. Nee, gibt es verschiedene. Ne? Gibt erst eine schöne Narkose. Erst muss das Kind sich den Traum überlegen. Shh. Jetzt muss man leise sein. Wenn der Teddy eingeschlafen ist, kriegt er eine Pilotenmaske. Manchmal ist es so, Dankeschön, eine Pilotenmaske und da kommt die Traumluft rein. Jetzt schläft er erst richtig ein. Er ist mit der Traumsandmaschine verbunden und er kommt hier rein. Und da kommt die Traumluft rein. Cool, ne? Echte Traumluft. Die Kleinen glauben ja noch daran, ne? Die Großen meinen, gibt's gar nicht Traumluft und Traumsand. Echter Traumsand. Wenn der Teddy jetzt ganz tief eingeschlafen ist, kriegt er einen Strohhalm in den Mund. Das habt ihr bestimmt schon mal im Fernsehen gesehen. Sieht so ein bisschen eklig aus. Wenn es ein größeres, aber der Teddy kriegt einen ganz kleinen. Und darüber kriegt er dann die Traumluft. Und jetzt kann operiert werden. So, wenn der Pfeil draußen ist, brauchen wir ein Pflaster. Wir brauchen bitte ein Pflaster. Wenn die Operation vorbei ist, dann kann die Narkose ausgeleitet werden. Das heißt, jetzt dürfen die Kinder aufwachen. Und die Teddys, ne? Das kennt ihr vom Kinderarzt bestimmt schon. Der hört dann auch so, hier, hier, hier. Wir hören es an verschiedenen Stellen, weil wir selber nicht ganz genau wissen, wo das Herz ist. Es gibt Leute, die sagen, es wäre hier. Weil Leute und Kinder und Bären, die das Herz auf der rechten Seite haben, laufen auch meistens den ganzen Tag rückwärts. Deswegen hört man erstmal. Die meisten haben es aber doch dann hier. Wenn wir das gemacht haben, das Pflaster drauf ist, dann dürfen die Kinder wieder aufwachen. Nach so einer schweren Verletzung muss der mindestens 2 bis 3 Tage wach geworden ist, dann darf er wieder was trinken. Aber nur erstmal Tee. Legt euch gleich schon mal einen Traum, damit wir schon mal die Traummedizin aussuchen können. Und weiter geht der improvisierte Rundgang. Vorbei an den freundlich möblierten Tagesaufenthaltsräumen. Wir gehen jetzt auf eine Station, wo dann die Kinder liegen, wenn sie aus der Narkose dann aufgewacht werden. Dort warten dann meistens schon die Eltern und auch speziell geschultes Personal. Noch ein letzter Blick auf die Spielwiese. Hier werden auch zur vorgerückten Stunde ganz versunken große Kartons angemalt.